Ja, einen wunderschönen guten Abend. Da sehen Sie mal, ich werde angesagt vom wirtschaftspolitischen Sprecher. Der innenpolitische Sprecher macht für mich meine Präsentation fertig. Hervorragend. Nochmal ganz kurz, mein Name ist Jens-Christoph Brockmann. Ich bin medienpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und da Omid jetzt freundlicherweise schon über die Anfangszeit und die Weltpolitik gesprochen hat, kann ich mich ganz auf mein Thema konzentrieren und hier gleich in die Medienpolitik der AfD einsteigen. Omid hatte nämlich ein Thema in seiner Aufzählung der Landesthemen vergessen. Medienpolitik ist natürlich auch Landessache in Deutschland. Tatsächlich, kein Problem. Ja, und jetzt sehe ich, dass meine Präsentation fertig ist. Das ist sehr schön. Keine Angst, es sind nur, glaube ich, insgesamt 4 Folien. Ich wollte bloß mal einen kleinen Eindruck vermitteln. Nee, 5 Folien, aber nicht mehr. Einen kleinen Eindruck vermitteln, damit Sie einerseits die Problemlage erkennen, hoffe ich jedenfalls, dass das hilft, andererseits die Lösung, die wir anbieten. Ausgangslage. Und jetzt zeige ich Ihnen mal einige Berichte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich sage gleich dazu, das sind alles Dinge aus der jüngeren Vergangenheit. Ich habe jetzt nicht die letzten 20, 30 Jahre rausgesucht, das war überhaupt nicht nötig. Und ich habe von diesen Schlagzeilen noch ungefähr 50 weitere, die ich nicht verwendet habe, weil ich sie nicht zu sehr damit belasten wollte und deswegen nur eine kleine Auswahl genommen habe. Hier sehen Sie zum Beispiel das erste wichtige Thema, die deutsche Sprache und ihr korrekter Gebrauch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich nämlich ein wenig zur Agenda gemacht, ja, sogenannte geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, ja, also Gendersprache. Das führt aber häufig dann doch eher zu Verwirrung als zu Klarstellung. Und es gibt ganz klar Umfragen. Der MDR selber hat eine Umfrage gemacht und dabei festgestellt, die überwiegend große Mehrheit der Menschen möchte das gar nicht. Inklusive der Menschen, den man vorgeblich damit irgendwie fördern oder unterstützen möchte. Also die Frauen sind da mehrheitlich auch dagegen. Ich hatte mal irgendwo eine Umfrage gesehen, da waren Transsexuelle tatsächlich einzeln ausgewiesen, was schwierig ist, weil die Gruppe so klein ist, aber da war auch eine Mehrheit dagegen. Also eigentlich will es niemand außer so eine kleine linke Gruppe und die ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk offensichtlich so stark, dass das doch mittlerweile recht flächendeckend passiert. Dann, auch ganz interessant, Kommentare im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe ein paar. Hier ist eins, da hat doch jemand ganz einfach mal die Nutzer von Twitter als Ratten bezeichnet. Ja, also Menschen mit Tieren gleichzusetzen. Ich hätte gedacht, dass das heutzutage in Deutschland nicht mehr vorkommen sollte. Und ich bin umso sehr verwundert, wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der doch zur Erhaltung der Demokratie sich immer vorgibt zu sein, ein Intendant hat ja auch mal gesagt, die GEZ-Gebühren wären eine Demokratieabgabe. Aber er hat nicht gesagt, dass er damit meint, dass wir die Demokratie damit abgeben. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ZDF blamiert sich bei Weihnachtsumfrage, auch ganz interessant. Dort hatte das ZDF gefragt, was die Menschen denn zu Weihnachten essen. Und da gab es ganz viele verschiedene Sachen, so das Klassische, was man kennt, Kartoffelsalat mit Würstchen, Gänsebraten, Karpfen und ein Ding war auch vegetarisch, aber so als Sammelbegriff. Und weil die einzelnen Fleischgerichte jeweils einzeln weniger hatten als vegetarisch als Sammelbegriff, haben sie dann gesagt, ja, die meisten Leute essen ja schon vegetarisch an Weihnachten. Also eigentlich ist Fleisch vollkommen out, weil sie ihre eigenen Zahlen nicht richtig interpretieren konnten oder wollten. Auch ganz interessant. Ja, kann man so sehen. Auch ganz interessant, ZDF manipuliert, und da steht zu Recht schon wieder ein Bild von einem Kernkraftwerk, also die schreiben natürlich Atomkraftwerk, weil die Presse auch nicht so gut aufgestellt ist manchmal, eigentlich müsste es ja richtigerweise Kernkraftwerk heißen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde mehrfach bei den Kühltürmen der Kernkraftwerke, wo ja Wasserdampf rauskommt, das nachträglich schwarz eingefärbt, weil das dann irgendwie gefährlicher aussieht oder so, keine Ahnung. Also totaler Quatsch und wirklich nachträglich, also das ist ja nicht etwas, was aus Versehen dann passiert. Wenn ich nachträglich etwas verändere, dann ist das mit voller Absicht. Ja, es können ja auch mal Fehler passieren, das möchte ich jedem zugestehen, aber das war ganz eindeutig kein Fehler, sondern das war gewollt. Ja, dann hatten wir, was so
ein Thema auch ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie haben es ja auch oft gelesen, glaube ich, von den Gehältern, die ja bezahlt werden. Auf der anderen Seite gab es beim Kika zum Beispiel einige Skandale mit Vergabe und Betrug. Auch das finden wir immer wieder. Man muss sich ja vor Augen halten, wir reden hier von einem Finanzvolumen von 9 Milliarden Euro insgesamt. Eine unglaublich große Summe. Das haben viele Länder nicht als Bruttoinlandsprodukt, was bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk vereinnahmt. Ist damit im Übrigen auch der größte öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt, und zwar mit Abstand, also wirklich mit Abstand. Irgendwann kommt die BBC, ich glaube, die ist jetzt bei 4,5 Milliarden, und dann kommt ganz lange gar nichts, und dann sieht man, was diese 9 Milliarden eigentlich bedeuten. Ich habe mal gelesen, ich habe es aber ehrlich gesagt nicht überprüft, deswegen nicht für voll nehmen, aber dass diese 9 Milliarden auch ausreichen würden, alle Hollywood-Produktionen eines Jahres abzudecken. Also wir leisten uns da schon was mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Ja, dann hatten wir hier auch ein Thema, da ging es um eine Tat, und da hat der NDR gesagt, wir wollen die Herkunft des Täters nicht nennen, das wäre rassistisch. Interessanterweise hat, ich glaube, es war das Fernsehen, also die Social Media Abteilung, die hat zensiert, als jemand dann geschrieben hat, woher der Täter kommt, nicht wer der Täter ist, sondern woher er kommt, und gesagt, das wollen wir nicht, weil das ist böse rassistisch. Aber in einem Radiobericht wurde es genannt, also manchmal ist sich ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch selber nicht ganz einig, was vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen ist. Ja, das ist auch ein wunderbares Thema, der heimliche linke Interviewpartner. Immer wieder vorgekommen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so Passanten, also so stellen Sie es da, auf der Straße zum Beispiel befragt. Es gab, als die damalige Verkehrssenatorin Berlins einfach mal die Friedrichstraße dicht gemacht hat für Autos, rechtswidrig im Übrigen, das wurde später von einem Gericht einkassiert, also von wegen, wir würden uns nicht an Recht halten oder die Grünen halten sich nicht ans Recht, ja, was ein Gericht sogar festgestellt hat. Da haben sie in dem Fall der RBB auf der Friedrichstraße eine junge Frau interviewt, was sie denn dazu sagt, und die war ganz begeistert, ja, das ist ganz toll, dass jetzt hier keine Autos sind, jetzt kann ich hier mit meinem E-Roller so super lang fahren. Ja, später hat sich herausgestellt, das war eine Grüne, die auch schon für die Grünen in Schleswig-Holstein kandidiert hat, für den Landtag, meine ich, also eine grüne Politikerin. Es gab ein anderes Thema. Da gab es einen Hersteller von so Haferflocken, so Bio-Haferflocken, und der hat der AfD Geld gespendet oder war Mitglied, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er irgendeine Verbindung zur AfD, und das ist ja, wie Sie wissen, ganz böse. Und deswegen hat eine Reformhauskette gesagt, wir wollen das nicht mehr verkaufen, weil Haferflocken, die jemand, der der AfD nahesteht, hergestellt hat, irgendwie böse sind. Und dann hat auch hier der RBB eine Dame interviewt, in so einem Reformhaus, und gefragt, ja, wie finden Sie das? Und die Dame fand das ganz toll, und das geht ja gar nicht. Ich glaube, sie hat gesagt, ich möchte ja nicht aus Versehen AfD-Haferflocken essen oder so. Also ganz, ganz wild. Und auch diese Dame war Abgeordnete der Grünen. Ja, es gibt nachher, glaube ich, noch ein weiteres Beispiel. Also es kann ja auch mal einmal Zufall sein, aber komischerweise ist es immer wieder, passiert das immer wieder. Immer wieder finden Leute, die ein bisschen recherchieren, das raus, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk selber findet das irgendwie nie raus oder will es nicht rausfinden. Ja, das kommen wir nämlich zum nächsten Thema, das ist gleich anschließend. NDR Bürgerparlament, die nennen es, glaube ich, Bürgerinnenparlament. Ich nenne es Bürgerparlament. An sich eine ganz nette Idee. Der NDR hat gesagt, wir machen so eine Sendung, und da sollen ganz normale Bürger, also keine Politiker, keine Verbandsvertreter etc., sollen dort miteinander mal sprechen. Und zwar in einem Format ähnlich wie im britischen Parlament. So haben sie sich das ausgedacht. Ich finde an sich eine ganz nette Idee. Problem daran, jetzt kommt das nächste, egal, Problem daran war, sie haben da jede Menge Politiker eingeladen. Da war die Gleichstellungsbeauftragte der SPD Schleswig-Holstein, übrigens zum Thema Gendern, ob man gendern soll oder nicht, sicherlich eine ganz neutrale Dame. Es war ein Vertreter der Linkspartei Köln mal bei einem dieser Treffen. Das ist dann Leuten aufgefallen. Dann haben die dem NDR einen Brief geschrieben, und der NDR, der in die Beschreibung der Sendung reingeschrieben hat, keine Politiker, nur Bürger, wirklich keine Politiker. Der NDR hat dann gesagt, naja, wir meinten ja keine Berufspolitiker
Und naja, es war ja auch einer von der CDU tatsächlich da, weil sie wahrscheinlich dachten, dass derjenige, der den Brief geschrieben hat, einfach nur ein wütender CDUler war, der gesagt hat, warum ist da jemand von der SPD, aber keiner von der CDU. Das war aber gar nicht sein Punkt. Und haben dann so ein bisschen zurückgerudert und haben nachträglich dann auch noch die Beschreibung der Sendung geändert, damit es dann ein bisschen besser passt auf das, was sie wirklich gemacht haben. Aber es war schon sehr auffällig, weil man es halt auch nie dazu geschrieben hat. Es war auch zum Beispiel eine Journalistin dabei, die für die Taz schreibt zum Beispiel. Es ist ja nicht schlimm, aber warum schreibe ich das? Da wurde dann nur Autorin geschrieben. Ja, so ganz neutral, ja, ist ja eine Autorin. Aber ich denke schon, wenn ich lese, dass das eine Autorin der Taz ist, dann habe ich eine gewisse Vorstellung davon. Und ich meine das gar nicht böse. Es dürfen ja gerne auch Autorinnen der Taz bei irgendeiner Sendung sein, wo man sich mal die Frage stellen kann, warum der nie ein Autor der Jungen Freiheit ist, aber das ist dann das nächste Problem. Nur, ich will es wissen als Zuschauer und ich fühle mich dort getäuscht. Wir haben sogar, ich habe eine Anfrage an die Landesregierung geschickt, was denn die Landesregierung für einen Politiker hält. Also nach der Definition der Landesregierung würde ich sagen, waren die Leute, die da waren, Politiker. Also so gesehen hat der NDR hier einfach getäuscht, das muss man da sagen. Und anstatt sich dann mal vernünftig zu entschuldigen und zu sagen, ja, doof, wir wurden erwischt, versuchen sich dann noch so wieder rauszuwinden. Das ist auch sehr typisch leider in dem Bereich. Auch ein ganz interessantes Thema, betrifft tatsächlich diesmal nicht die AfD, sondern die CDU. Ein WDR-Moderator hat aber auf seinem privaten Account, das ist ja immer ganz wichtig, zum Hass und Kampf gegen die CDU aufgerufen. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Video gesehen haben. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie es mal an. Das ist wirklich extrem krass, ja. Und ich bin ja nicht in der CDU, mir könnte es ja egal sein, aber das ist schon antidemokratisch, was der Typ da macht, meiner Meinung nach. Ja, weil er wirklich sagt, die CDU ist der Feind und also ganz, ganz hart von jemandem, der für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Der hat nicht einfach gesagt, ja, die CDU hat hier politisch Fehler gemacht oder inhaltlich mag ich die CDU nicht, das würde ich ja auch machen, das ist ja ganz klar. Aber in so einer Art, ich sage Ihnen eins, wenn ein AfD-Politiker sowas gemacht hätte, dann hätten wir aber richtig Skandale gehabt und dann hätten wieder alle gesagt, da muss der Verfassungsschutz kommen. Aber wenn das Leute vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, dann ist das ja eine Privatsache und deswegen muss sich der WDR da auch gar nicht drum kümmern. Also so sieht es der WDR. Da sieht man auch mal, was für ein Klientel denn so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, es wurde tatsächlich mal eine Umfrage gemacht unter den Volontären des ARD. Die Hälfte aller Volontäre hat teilgenommen. Das Bild war sehr eindeutig. CDU und FDP würden zusammen bei den Volontären des ARDs, über die AfD rede ich hier gar nicht, CDU und FDP würden zusammen nicht mal über 5% kommen. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass die CDU und die FDP, beides nicht meine Lieblingsparteien, das können Sie sich sicher vorstellen, aber bei Wahlen regelmäßig zusammen deutlich über 30% der Stimmen holen, dann sieht man doch hier, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, und zwar vollkommen unabhängig davon von der AfD, auch in diesem Bereich schon nicht mehr ausgewogen besetzt ist. Also ja, unterwandert, so nennen Sie es. Ich sage, es ist auf jeden Fall nicht ausgewogen besetzt, weil man müsste ja mindestens erwarten, dass unter denen dann auch ein gewisser Anteil, wenn es dann am Ende vielleicht nur 20% statt 30% sind, aber doch ein etwas höherer Anteil auch an CDU-Wählern, FDP-Wählern, eigentlich auch 10% AfD-Wähler dabei ist, wenn es eben ein vernünftiger Querschnitt der Bevölkerung ist, der eben auch einen gewissen Meinungspluralismus, und das sollten die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich haben, widerspiegeln soll. Ah, da. Ja, dicke Dienstwagen, fette Abfindungen, auch ein beliebtes Thema, was zeigt, dass das Geld, das viele Geld, was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ankommt, vielleicht nicht immer nur ins Programm fließt. Sie hatten ja die Diskussion erlebt mit dem RBB und den Autos mit Massagesitzen. Solche Fälle gab es ja immer wieder. Und was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk insbesondere auffällt, ist natürlich die sehr gute Altersvorsorge, die auch dazu führt, dass wenn Leute, sag ich mal, frühzeitig gehen, dass sie dann doch noch ganz gute Abfindungen bekommen. Das kennt man sonst. Also ich kenne es sonst nur vom Fußball, wenn ein Trainer früher rausfliegt, dass er dann auch noch eine Million oder so hinterherkriegt. Aus anderen Bereichen kenne ich es ehrlich gesagt nicht und es ist, denke ich, schon sehr bedenklich. Und man kann ja auch mal die Frage stellen, wenn alle anderen, nicht alle, aber die meisten anderen mit normaler Rente auskommen und vielleicht noch eine kleine, als kleinen Zusatz eine Betriebsrente haben, warum eigentlich die Redakteure im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein
großes Pensionspaket brauchen. 18.000 pro Monat, Frau Schlesinger. Ja, genau, also da laufen ja gerade die Prozesse. Aber von Frau Schlesinger, ich weiß, von welchem Anwalt sie vertreten wird. Und deswegen halte ich mich da zurück, der ist nämlich gut. Von dem würde ich mich ansonsten auch vertreten lassen, das geht aber nicht, weil er ja schon sie vertritt. Ja, wir haben ja auch die Schlesinger-Affäre. Hier geht es aber tatsächlich darum, politische Väter beim NDR. Ganz interessant, NDR Funkhaus Kiel. Da gibt es doch einige Hinweise darauf. Mittlerweile hat auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft es untersucht. Ja, also die sagen jetzt im Tenor, da ist ja gar nichts dran. Warum? Weil sie im Zweifel immer den Beschuldigten befragt haben. Und wenn der Beschuldigte gesagt hat, nein, nein, aber das war so nicht, dann haben sie gesagt, ja, dann war das so nicht. Also das ist natürlich eine nette Sache, also für die, die da beschuldigt sind. Hintergrund war, dass dort gewisse Interviews nicht gemacht wurden, die man wahrscheinlich als Journalist eigentlich gemacht hätte, zum Thema Daniel Günther und der CDU. Und wohl der Chef von diesem Funkhaus auch CDU-Mitglied ist, das bei dem Beschäftigten zumindest auch bekannt war. Und dass man schon den Eindruck zumindest gewinnen konnte, dass man nicht allzu kritisch mit der Regierung Daniel Günther ins Gericht gehen wollte, womöglich. Also es gibt zumindest starke Hinweise. Wie gesagt, man hat dann die Beschuldigten befragt, die Beschuldigten haben gesagt, nein. Und dann hat man gesagt, ja, dann wird auch nichts dran sein. Aber da können Sie sich ja vielleicht auch Ihre eigene Meinung zu bilden. So. Na, was ist hier mit dem Klicken? Ja, ich glaube, die. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Aber das neueste Journal. Ja. Da hatten sich die Journalisten, denen wurde der Mund verboten im Studio und daraufhin hatten sie die Live-Sendung vor das Studio verlegt. Achso, das ist interessant, das können wir vielleicht nachher in der Fragerunde nochmal aufnehmen. Ich würde dann jetzt hier erstmal weitermachen. Ja, RBB soll schon unter Schlesinger Vorgängerin Jagd auf interne Hinweisgeber gemacht haben. Also da ist der Hintergrund einfach, wenn dann doch jemand sich mal ein Herz fasst und sagt, hier läuft was verkehrt, dann muss er nicht damit rechnen, dass er dafür irgendwie gelobt wird, sondern dann muss er wahrscheinlich um seinen Job fürchten. Und dementsprechend passiert das auch relativ wenig. Ja. Chaostage beim NDR, Skandal um Vetterwirtschaft, ja, auch ein ganz interessanter Fall. Da hat eine Mutter ihrer Tochter, auch das werden jetzt wahrscheinlich offiziell, wird das alles nicht so sein, aber es war doch schon sehr auffällig, dass die Tochter hat eine Medienagentur, die dafür da ist, also sie können sie buchen, wenn sie möchten, sie haben eine Veranstaltung oder so und sie möchten, dass diese Veranstaltung möglichst präsent in den Medien vorkommt, ja, dass darüber Berichterstattung stattfindet, damit eben dann vielleicht Besucher kommen, wenn sie sagen, was weiß ich, sie haben ein Oldtimer-Event oder so, ich sag mal was ganz Profanes und sie möchten jetzt, dass es das möglichst groß in den Medien ist, damit viele Besucher kommen. Dann konnten sie diese Agentur buchen und die Agentur hat auch damit geworben, dass sie ganz oft in NDR-Sendungen vorkamen mit ihren Themen und die kamen auch ganz oft in NDR-Sendungen vor mit ihren Themen und teilweise auch mit sehr abstrusen Dingen, da war irgendwie eine Hundepsychologin und teilweise ganz wilde Sachen, wo man sich auch erstens gefragt hat, was macht das jetzt in dieser Sendung? Also man hat die Sendung gesehen, dann kam dieses Thema und es hat eigentlich gar nicht reingepasst. Und zweitens wurde sich auch nicht kritisch damit auseinandergesetzt. Also, dass man vielleicht auch mal kritische Fragen gestellt hat, das war doch sehr auffällig. Also der Verdacht war zumindest da, dass dort ja auch ein bisschen unter die Arme gegriffen wurde, dass man eben die entsprechende Berichterstattung hatte und eben nicht nach journalistischen Kriterien hier Themen ausgesucht wurden. Ja, und dann zum Abschluss hin haben wir auch nochmal wieder, wir hatten ja das Thema Gendern schon am Anfang und der WDR gibt sich nicht damit zufrieden, es selber zu machen, sondern die machen jetzt auch noch Sendungen, wo sie den Kindern erklären, wie es aus Sicht des WDR richtig geht und warum das so wichtig und toll und super ist, wenn wir jetzt alle gendern. Ja. So,
Da es ja immer gerne heißt, ich habe jetzt die ganzen Probleme mal aufgeführt, was bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gäbe noch viel mehr, aber das mal als kleiner Ausblick, schiefläuft. Und das heißt ja immer, ja, ihr von der AfD, ihr könnt ihr euch ja immer nur beschweren und ihr sagt, was alles schlecht ist. Und, aber ihr habt ja gar keine Lösung, ihr schlagt ja gar nichts vor, ihr seid ja überhaupt nicht konstruktiv. Das möchte ich hier ganz klar ins Gegenteil belegen, indem ich sage, wir haben eine Lösung. Ja, wir als AfD haben ein Konzept für eine Alternative zum aktuellen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieses Konzept heißt Grundfunk. Das möchte ich jetzt einmal kurz Ihnen also nur in Stichpunkten, aber dass Sie mal vielleicht verstehen, in welche Richtung wir möchten, vorstellen. Ja, zum einen ist es so, wir haben, wie eben schon erwähnt, den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Und zwar hauptsächlich wegen unter anderem hohen Gehältern und Pensionen etc. Und das bezahlen Sie alle, ob Sie es dann auch schauen oder nicht. Zahlen müssen Sie so oder so, zumindest wenn Sie in einer Wohnung wohnen mittlerweile. Aber den Grundfunk, den die AfD fordert, den gäbe es für Sie gratis. Dann möchten wir, dass dieser Grundfunk sich fokussiert auf regionale TV- und Radioprogramme und so nicht mit den Privaten konkurriert, so wie es jetzt ist. Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, eine Anhörung im Landtag. Da ging es um den neuen Rundfunkstaatsvertrag. Und da haben auch die Vertreter der privaten Medien nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass es doch schon so ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein ganzes Stück weit immer weiter in die privaten Sphären, sage ich mal, vordringt. Ja, ARD hat ja jetzt eine eigene Streaming-Plattform, die kostenpflichtig ist. Die breiten sich immer weiter im Internet aus. Das ist aus unserer Sicht nicht geboten. Auch die Privaten müssen ja die Möglichkeit haben, für sich einen Platz zu haben, wo dann jeder freiwillig für bezahlt. Ja, dann möchten wir ein Kontrollgremium aus unabhängigen Experten, was von den Zuschauern zumindest in Teilen selbst gewählt wird. Aktuell ist es ja so, dass diese Rundfunkräte müssen staatsfern besetzt sein. Was heißt staatsfern? Also ein Teil dieser Vertreter wird tatsächlich aus den Parlamenten entsendet. Das ist schon mal nicht staatsfern, das ist aber tatsächlich nur ein verhältnismäßig kleiner Anteil. Da können dann die Fraktionen, das geht dann nach einem gewissen Proporz, einen Vertreter entsenden. Darüber hinaus kommen dann aus etlichen sogenannten gesellschaftlichen Gruppen Leute. Das Problem an der Sache ist, dass, also zum Beispiel vom Niedersächsischen Sportbund, das wäre so eine Institution, die da jemanden entsenden kann, oder der Deutsche Frauenrat, solche Organisationen. Und das Problem ist, dass die Leute, die von diesen Organisationen entsendet werden, ganz häufig auch von Parteien sind. Das heißt, Sie müssen sich ja so vorstellen, also wir hätten jetzt als AfD zum Beispiel einen Anspruch über den Landtag, einen zu entsenden, dann würde ich vielleicht als medienpolitischer Sprecher entsendet werden. Und dann sagt ein anderer Abgeordneter von uns vielleicht nach der nächsten Legislatur, reicht mir, ich habe jetzt genug Landtag gemacht, aber ich werde jetzt noch Präsident vom Sportbund. Ist bei der AfD vielleicht nicht so realistisch, aber bei der CDU oder SPD kommt das regelmäßig vor, wird dann Präsident von diesem Sportbund und wird dann über den Sportbund in diesen Ausschuss verwiesen und ist dann natürlich offiziell kein politischer oder Parteivertreter, aber er hat natürlich sein Parteibuch immer noch, sodass wenn man mal durchgeht, wer da alles mit Parteibuch sitzt, ist der Anteil sehr viel höher als der eigentlich mal vom Verfassungsgericht festgelegt worden ist, dass man noch sagen kann, man ist staatsfern. Wir von der AfD wollen im Grundsatz, dass die Leute gewählt werden. Ja, momentan finden, glaube ich, auch wieder Sozialwahlen statt. Also es gibt durchaus dieses Modell, dass man solche Institutionen wählt. Und ich, aus meiner Sicht spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass wir die Rundfunkräte wählen. Ja, die Grundfunkprogramme sollen komplett werbefrei sein. Sie wissen ja, aktuell dürfen die öffentlich-rechtlichen Medien in einem gewissen Umfang Werbung machen.
das nutzen sie auch, unter anderem auch, das ist mir letztens aufgefallen beim ZDF, bei Sportübertragungen, um zum Beispiel für Sportwetten Werbung zu machen. Da kann jetzt jeder davon halten, was er möchte, persönlich, glaube ich auch nur Erwachsene hier, aber ich finde, im Sinne des Jugendschutzes ist es zum Beispiel nicht zu bewerben, wie toll es doch ist, sein Geld bei irgendwelchen Sportwetten zu verzocken. Da kommen auch die Öffentlich-Rechtlichen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung überhaupt nicht nach. Sie könnten ja auch sagen, für sowas machen wir keine Werbung, aber nein, sie machen auch dafür Werbung. Und das möchten wir in Zukunft dann nicht mehr. Ja, der Werbemarkt soll dann entsprechend für die Privaten sein. Ja, und wie finanzieren wir das? Also die Frage haben Sie sich vielleicht anfangs schon gestellt, als ich Ihnen gesagt habe, Sie müssen nichts bezahlen. Wir möchten eine kleine Umlage für die großen Tech-Unternehmen schaffen. Hintergrund ist unter anderem folgender, dass jetzt schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk Millionen investiert, um Inhalte zu produzieren, die er dann auf YouTube stellt. Ja, YouTube gehört zu Google, bzw. Alphabet heißt das Unternehmen jetzt, ist ein Riesenunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von, bin mir nicht sicher, aber es geht wahrscheinlich schon in die Billiarde rein. Also ein Riesenunternehmen mit riesigen Gewinnen. Und wir versorgen, also Sie versorgen mit Ihren, momentan läuft es so, dass Sie mit Ihren Gebührengeldern für die Inhalte produzieren, gratis. Nett von Ihnen. Wir möchten das ein bisschen umdrehen. Wir sagen, die zahlen eine kleine Abgabe auf ihre Werbeerlöse, dürfen dafür aber auch, das ist auch eine Besonderheit des Rundfunks, die Inhalte, die der Rundfunk produziert, verwenden, wenn sie möchten. Ja, also private Medienbetreiber können sich auch, wenn sie sagen, ja, ich finde diese regionale Berichterstattung so toll, die will ich jetzt auch bei mir bei YouTube haben, sage ich mal, dann könnte YouTube sich so einen Channel einrichten und sagen, wir senden das auch. Aber sie müssen eben diese Abgabe zahlen. Und dementsprechend müssen Sie als Bürger halt nichts bezahlen. Ja, und das Ganze soll verhindern, dass wir eine Medienlandschaft haben, wo wir dann die Öffentlich-Rechtlichen, ich habe es eben schon erwähnt, 9 Milliarden, also riesig, die Marktanteile sind riesig, die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Daneben gibt es vielleicht noch ein paar große amerikanische Unternehmen, Netflix ist hier beispielsweise genannt, Alphabet oder Amazon könnte man auch nennen, die halt ja, Milliardenkonzerne sind, die auch die Möglichkeit sicherlich haben, weil sie international aufgestellt sind, mit unseren Öffentlich-Rechtlichen zu konkurrieren. Aber ich sag mal, die Medienvielfalt dann einfach immer weiter abnimmt. Das möchten wir verhindern. Und deswegen unser Konzept. Und dafür möchten wir dann in Zukunft aber auch verzichten auf teure Sportübertragung und irgendwelche Megashows und solche Dinge, die aus unserer Sicht eben nicht in einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören. Ja, Sportübertragung gäbe es auch ohne ARD und ZDF. ARD und ZDF bilden sich ja auch immer sehr viel auf ihren hohen Marktanteil ein. Was allerdings auffällt, ist, dass dieser Marktanteil sehr stark auch damit zusammenhängt, dass sie eben Fußball-WM, Fußball-EM, Olympische Spiele übertragen. Jetzt ist es aber so, diese Wettbewerbe gab es alle schon, bevor es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab. Und wenn es in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der heutigen Form nicht mehr gäbe, dann würde die FIFA nicht aufhören, Fußball-Weltmeisterschaften zu veranstalten. Die UEFA würde auch nicht aufhören, Fußball-Europameisterschaften zu veranstalten. Auch die Olympischen Spiele würden sicherlich weiterhin stattfinden. Die sind nicht abhängig davon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Deutschland da Millionen reinpumpt. Es ist sowieso ein wenig, also ich fand es ein bisschen heuchlerisch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Sie die Fußball-WM in Katar, auch dazu kann jeder seine Meinung haben, aber beobachtet haben, die öffentlich-rechtlichen Sender haben es übertragen, die haben die Spiele übertragen und gleichzeitig haben sie uns erklärt, wie schlimm und korrupt und böse die FIFA ist. Die FIFA, der Sie Millionen überweisen für diese Übertragungsrechte. Also ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten würde, ich wüsste nicht, wie ich das zusammenkriegen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen Sie es hin, aber das geht nicht. Ich kann doch nicht sagen, hier habt ihr 100 Millionen, aber eigentlich, also wenn man sich die Berichterstattung anschaut, da wurde die FIFA immer dargestellt wie eine Mafia-Organisation. Ob das so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die öffentlich-rechtlichen Medien haben es in die Richtung hergestellt und gleichzeitig habe ich denen aber Millionen in die Schuhe geschoben. Schwierig, meiner Meinung nach. Ja, Frau Faeser war ja mit einer Regenbogenfahne.
Ja, Frau Faeser hat das gerettet mit ihrer Regenbogenbinde. Leider waren die Ergebnisse, also aus deutscher Sicht, nicht ganz so berauschend, aber dafür hat man ja Haltung gezeigt. Vielleicht ist das auch was wert, ich weiß es nicht. Also ich bedanke mich erstmal soweit bei Ihnen. Wir haben ja nachher dann noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich freue mich aber jetzt. Interessant ist auch der NDR verstärkt Impfschäden und der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet viel über Impfschäden. Ja, es gibt zwischen MDR und NDR gibt es tatsächlich relativ große Unterschiede, aber das machen wir, glaube ich, ganz zum Schluss, weil ich jetzt mich freue, dass wir unseren innenpolitischen Sprecher Stefan Bothe hier begrüßen dürfen, der, glaube ich, ganz viele interessante Sachen zur Innenpolitik, die ja auch Ländersache ist und sicherlich zu den wichtigsten Themen auf Landesebene gehört, Ihnen präsentieren darf.